Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich hier an der Nipig School begrüßen. Ganz besonders darf ich natürlich Anatol Herzfeld hier begrüßen, unseren diesjährigen Plastikkünstler, hätte ich fast gesagt, aber das hört sich so, sagen, darf ich sagen, ne? Ja, können Sie sagen, Eiskünstler oder Steinkünstler. Ja, es ist immer wieder schön, mit Anatol zu sprechen. Wir haben das in der letzten Woche auf der Pressekonferenz ja gemacht und wir hatten die Freude zu sehen, wie die Installation entstanden ist. Und wir freuen uns, glaube ich, alle gemeinsam, dass wir heute bei diesem schönen Wetter die Nipig School mit ihrer Plastik in Augenschein nehmen dürfen. Und Herr Dr. Brinkmann, und ich habe gerade erfahren, die beiden kennen sich ja schon sehr lange, wird uns gleich fachlich dazu einführen. Also Anatol, herzlich willkommen in Moers. Ich hoffe, die Stadt gefällt Ihnen und wir werden Sie gelegentlich wiedersehen. Sie haben ja auch im Seewerk, wo um 15.30 Uhr die Ausstellung beginnt, einige Ihrer Arbeiten ausgestellt. Ich kann jedem sagen, das ist spannend. Ich darf darüber hinaus Frau Petri vom Seewerk hier herzlich begrüßen. Wo ist sie? Ja. Frau Petri, Ihnen einen herzlichen Dank dafür, dass wir jetzt seit einigen Jahren als Stadt Moers mit Ihnen kooperieren dürfen und können. Das ist ja eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Wir hatten hier zunächst den Laundromaten, im letzten Jahr die Weiße Nepix, jetzt das Inselparlament und das alles in wirklich schöner Kooperation. Und ich freue mich darauf, dass das weitergeht. Frau Wirbelauer vom Kulturbüro ist da. Frau Wirbelauer hat für die Stadt Moers die vielfältigen Vorbereitungen getroffen. Und ich glaube, hier haben sich zwei Frauen gesucht und gefunden, die gerade im Bereich dieser Kunst uns noch viel Freude in Moers bereiten werden. Ja, ich wünsche uns allen hier noch einige interessante Ausführungen von Herrn Brinkmann und gleich eine schöne Ausstellung im Seewerk. Herr Brinkmann, ich darf Ihnen das Wort geben. Vielen Dank, Herr Rütters. 15.30 Uhr im Seewerk, da muss ich mich ja beeilen. Aber ich mache es kurz. Lieber Anatol, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Anatol von der Insel spricht, dann war bisher immer die Museumsinsel Hombruch auf einer Erftaue zwischen Neuss-Holzheim und Grevenbruch-Kapellen gemeint. Der Düsseldorfer Kunstsammler Karl-Heinrich Müller hat dort sein Refugium Kunst parallel zur Natur verwirklicht. Dort hat Anatol seit 30 Jahren eine neue Heimat gefunden. Zu den formal strengen Museumspavillons seines Freundes Erwin Herig gesellt sich ganz überraschend eine flache ostpreußische Bauernkarte, umgeben von etlichen Figuren aus der Werkstatt Anatols. Vor der Hütte arbeitete er fast jeden Tag, schweißt, sägt, schlägt in den Stein. Insel kann aber auch schon mal Urlaub auf Sylt oder Gran Canaria bedeuten. Wenn wir heute von der Insel sprechen, dann ist Nipig School gemeint, die rekultivierte Kulturinsel in der alten Moerser Graben- und Wallanlage. Im vergangenen Jahr hat Keisuke Matsura, der japanische Künstler aus Düsseldorf, die Insel im Moerser Schlosspark mit weißen Stoffbahnen überzogen. Nach der weißen Nipig School nun schwarze Stühle, ein Stuhlkreis von 17 Holzstühlen, rundherum um einen großen Baum gruppiert, das Inselparlament. 17 Stühle reserviert für jeweils 8 weibliche und männliche Inbesitznehmer. Der 17. Stuhl für die Stadt, den Vorsitzenden, den Moderator, der das Gespräch leitet. Wollen Sie mal rüber, Herr Rütters? Auch wenn Stuhlkreis junge Eltern an das Ritual im Kindergarten zum Ruhigwerden kurz vor der Abholzeit erinnert, meint Parlament alles andere als einen Kindergarten. Das Wort Parlament stammt vom französischen Parlement, Unterredung ab. Heute meint es die Volksvertretung, die durch gewählte Vertreter die Regierung kontrolliert oder besser gesagt kontrollieren sollte. Nach 1982 entstand auf der Museumsinsel Hombruch das große Parlament aus einem Kreis von Eisenstühlen. Die Holzstühle für dieses Inselparlament hat Anatol mit einer Kreuzblume gebrandmarkt. Für Anatol ist die Kreuzblume ein Symbol für die Kraft des Lebens. Als Symbol geht sie zurück auf das Gleichnis vom Himmelreich im Matthäus-Evangelium 13, Vers 31 und 32. Das Senfkorn ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber wenn es ausgewachsen ist, ist es größer als die Gartengewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen wohnen.
In der Natur hat die Kreuzblume eine gelbe Blüte. Sie erinnert Anatol an die blühenden Rapsfelder in Ostpreußen, wo er aufwuchs. Anatol überlässt den Mörsern und ihren Besuchern jetzt für einige Wochen das Inselparlament. Als Inspirationsquelle, als Mahnung, niemanden auszuschließen und den Kreis für jedermann zu öffnen. Als Erinnerung, dass alle vor Gott und dem Gesetz gleich sind. Die mit der Kreuzblüte gestempelten Stühle sind aber auch so offen, dass sie alle ihre eigene Interpretation, ihren eigenen Zugang dazu finden können. Nur Mut und kommen Sie bald heimlich und immer wieder zur Kulturinsel Nepixkul. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, alles ist erklärt, was ein Bild zu uns wirft. Ich habe mich gefreut und vor allen Dingen die Schilderung eines Menschen, der sowas mit anderen Menschen zusammen aufbaut, Dr. Brinkmann, den ich seit vielen Jahren kenne. Wenn man die Stühle richtig sieht, so locken und verlocken und suchen uns, dass wir vielleicht uns darauf hinsetzen. Und das soll geschehen. Denn die Stühle sind ja nicht einfach etwas Plastisches, wie vielleicht ein günstig liegender Stein, auf dem man ruht, oder das Wasser. Sie sehen, wie das hier durchwartet wird. Ich war letztens dabei, wie einer nicht wartete, sondern wartete und badete. Und das kann jetzt auch passieren. Unser Luigi, ein Freund aus dem Süden Italiens, der hat auch schon ein Bad genommen. Und wenn Sie dann die Stühle weiter betrachten, dann müssten Sie, so wie Sie jetzt schauen, sich immer an der rechten unteren Flanke die Stühle vorstellen mit einem Kreis, einer Plakette aus Kupfer, 30 cm Durchmesser. Und auf diese Plakette wird dann etwas hinzugefügt. Und zwar, also 8 Mädchen und 8 Jungen im Alter von 9, 10, 11 Jahren aus der Stadt Moers sollten auf diese Plakate namentlich eingefügt werden. Das wird dann meistens eingestanzt. Am 4. September jeden Jahres sollten dann die Kinder sich hier treffen und zu den Stühlen gehen und den ganzen Tag um die Stühle spielen. Da können sie auch mit dem Ball spielen oder hüpfen oder was die Kinder so machen. Jedenfalls 4. September jeden Jahres sollten die Kinder hier sein. Da sind 16 Stühle, der 17. Stuhl, der von uns steht, gegenüber des Baumstammes, dieses großen, schönen Ahornbaumes. Dieser Stuhl ist von der Stadt und er bleibt neutral, da wird vielleicht Stadt Moers eingeschlagen. So ist das gewünscht. Meistens mit Mühe und aufrichtigem Interesse klappt das auch, dass man das macht. Frank Merz, der das ja hier durchgeführt hat, sonst hätten wir es ja gar nicht machen können, hat sogar für Watthosen gesorgt. Nur stelle ich jetzt fest, dass unser Luigi aus dem Süden Italiens, ein Famulus, wieder mit diesen Stiefeln hierher kommt. Sie können sich jetzt entscheiden, ob Sie nicht so ein Höschen anziehen. Meine Frau wird das machen, die winkt ja schon. Ja, Mutter, du kriegst gleich ein Höschen mit Stiefel und kannst dann. Und wir freuen uns. Nein, auch die anderen Damen sind damit befragt und gebeten, mit den Watthosen durchzuziehen. Also drückt uns bitte alle die Daumen, dass wir das zusammenkriegen, dass jedes Jahr am 4. September die Kinder aus Moers, die da aufgezeichnet sind auf den Stühlen, mit ihren Freundinnen und Freunden, Oma, Opa, alles was dabei ist, hier trifft und an diesem Tag um diesen schönen Baum sitzt. Diese Ecke hier ist der letzte Zacken einer
barock-zeitlichen Festung in französischer Art damals ausgeführt. Und ich habe mit dem ehemaligen Stadtbaudirektor gesprochen, der das hier umgelenkt hat. Das war ja hier ein Tennisplatz. Das müssen Sie mal vorstellen, das war ein Tennisplatz. Und jetzt gucken Sie mal hier, das ist auch schön. Und an dieser Ecke steht dann das Friedenszeichen eines großen Baumes und die Stühle, die Dr. Brinkmann und der Herr Stadtkulturdezernent schon erklärt haben. Ich sage Dankeschön, dass Sie alle gekommen sind. Das ehrt mich und ich bin noch nicht das letzte Mal in Moers. Ich komme wieder. Tschüss.